herzlich willkommen bei einer neuen Show aus der Universität Graz. Oberflächlichkeit gegen Tiefgang steht heute am Programm in Gleiten und Bohren. Erst Born to be Wild, dann Gleiten statt Hetzen. Das späte 20. Jahrhundert war voller Missverständnisse. Wir wollen heute endlich Klarheit schaffen. Wann wird gebohrt? Wann ist Gleiten besser? Und fräsen uns durch die schneidenden Fragen. Wann schaut ein Chemiker, dass er möglichst schnell zu einem WC kommt? Und wie schlüpfrig wird es tatsächlich, wenn man den Stössel bearbeitet? Mein Name ist Martin Buntigam, ich bin heute im offiziellen Amtsrosa gekleidet, das für wissenschaftliche Durchsagen vorgesehen ist. Ich habe selbstverständlich auch meine Kunststoffnippel für Sie affischiert. Vorschrift ist Vorschrift. An meiner Seite zwei Fachkräfte für akademischen Drill und die gepflegte Slideshow. Begrüßen Sie bitte aus Wien an der Wien Günter Pahl, besser bekannt als Gunkel, und aus Altenberg an der Donau, Chemiker, Associate Professor Peter Weinberger. Herr Pahl, wir bohren zuerst harte Bretter, also wenn Sie bitte einstweilen auf Ihre Sitzgelegenheit gleiten. Sehr gut geglitten. Herr Weinberger, bei unserem letzten Aufeinandertreffen da an der Uni Graz waren Sie noch Assistant Professor, jetzt nennen Sie sich einfach Associate Professor, also vom As-Prof zum ASOT. Ist das in Ihrer Welt ein Fortschritt? As-Prof ist eigentlich die Abkürzung für Assistant Professor. Mhm. Das ist der Titel, den man bekommt, wenn man am Beginn einer Laufbahnstelle steht und wenn man nach einigen Jahren dann die Qualifizierungsvereinbarung erfüllt hat, dann wird man zum Associate Professor und ist damit auch Teil der Professorenkurie. Was immer das auch sein soll. Das heißt, Sie sind jetzt ASOZ und noch gar kein echter Professor, sondern müssen sich anstrengen, dass das so bleibt. Naja, Moment, also ein ASOZ-Prof ist auch ein echter Professor mit derselben Verantwortung und auch derselben Verwaltung. Also das, ja, das ist rausbringen, Verwaltung. Also in Wirklichkeit sind Sie ein Administrator, der sich Professor nennen darf, damit man nicht so viel zahlen muss. Da haben Sie wenigstens ordentlich gefeiert, mit Champagner-Dusche, halb nackt am Tisch tanzen, die Untergebenen haben Sie mit Stofftieren beworfen. Mhm. Ja, es war ja leider mitten in der Pandemie, also nichts dergleichen. Aber wenn es Ihnen unbedingt ein Bedürfnis ist, Sie können ja auf der Homepage von der TU Wien nachschauen, da steht es auch. Nein, mir ist kein Bedürfnis, mir ist wurscht. Ich sage einfach, wenn es kein Foto gibt, keinen Pokal, dann sind Sie einfach noch immer S-Prof. Es gibt sehr wohl einen Pokal, weil Anfang Juni hat uns der Dekan allen Neuberufenen einen Pokal überreicht. Ja. So schaut es aus, wenn man unmittelbar vor Eintritt in die Professorenkurie steht. Der Neid könnte einen fressen. Und jetzt als frisch pokalisierter Professor werden Sie heute für uns bohren. Jetzt ist Herbst, Sie bohren in die Kastanie, machen einen Kastanienmann, dann als Gegengeschäft für den schönen Pokal vom Dekan. Wenn wir Chemiker bohren, dann wird das schon was Spezielles. Ne? Ja, aber wie kann man speziell bohren? Man kennt das ja von zu Hause, man hat halt ab und zu was zu bohren, dann nimmt man eine Bohrmaschine, braucht man einen Bohrer, wenn man sich nicht so plagen möchte, nimmt man ein bisschen mehr Geld in die Hand, kauft eine bessere Bohrmaschine, dann braucht man nicht so andrücken. Naja, andrücken sollten sie ohnehin ganz woanders. Obwohl, ganz so falsch sind sie nicht, weil WC ist gut für Bohrer. WC steht für Wolframkarbid. Das härteste Material in der Natur, das wir kennen, ist ja der Diamant. Mhm. Aber woher weiß man das, dass das so hart ist? Naja, die Härte wird über die Mohs-Skala gemessen. Das Moos im Wald, weil du weißt, das ist weich, wenn man draufsteckt, das ist eins und Diamant ist am anderen Ende. Wie viel ist nein, das dann? Nein, nein, nicht Moos wie im Wald, sondern Friedrich Moos war ein deutsch-österreichischer Mineraloge und nach ihm ist die Moos-Härte-Skala benannt. Ein Diamant hat Härte 10, gehärteter Stahl, so wie diese Eisenbahnschienen, 6 bis 7. Mhm. Gips hat Härte 2, also das können Sie mit dem Daumennagel ritzen. Ne? Fingernagel auch. Ja. Und Wolframmetall hat Härte 7,5. Das heißt, Sie könnten theoretisch Stahl mit einem reinen Wolfram-Metallbohrer auch bohren. Aber wir Chemiker haben mit relativ wenig Aufwand das natürlich verbessert.
Das Wolframmetall in seiner Elementarzelle ordnet sich kubisch raumzentriert an. An den Ecken der Würfel haben wir Wolframatome sitzen und eines in der Mitte. Und wenn man sich diese Struktur anschaut, dann sieht man da entlang der Hälfte der Kanten eindeutig noch Lücken. Das heißt, ich kann natürlich auch kleinere Atome da noch einbauen. Und das macht noch? Wir haben zwei sehr unterschiedlich große Atomsorten. Das Kohlenstoffatom ist knapp halb so groß wie das Wolframatom. Und wenn man das jetzt in diese Lücken hineinsetzt, kommt es zu einer Verzerrung der Anordnung. Man nennt es dann eine hexagonal-primitive Packung. Also ein Hexagon ist ein Sechseck. Das kann man sich auch in Dreiecken zusammengesetzt vorstellen. Und wenn ich jetzt eine so eine Dreiecksfläche und eine parallel darüber liegende an die Ecken Atome setze und auseinanderziehe, dann entsteht ein dreiseitiges Prisma. Ja, Toblerone, oder? Naja, wie die Schachtel einer Toblerone. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt hier in die Mitte dieses Prismas auch noch ein Atom hineinsetze, dann sieht dieses Atom sechs unmittelbare Nachbarn. Also sieht jedes Wolframatom, hier in Schwarz zum Beispiel, sechs Kohlenstoffatome als nächste Nachbarn. Umgekehrt sieht auch jeder Kohlenstoff sechs Wolframatome als nächste Nachbarn. Eine primitive Geschichte, 1:1 im Atomverhältnis, also Formeleinheit WC. Und daraus wird es dieser extrem harte Bohrer? Ja, deswegen hat schon im Jahr 1925 die Firma Krupp gesagt, dieses Material ist fast so hart wie Diamant, wie Dia. Das ist dann später sogar zum Markenname für diese Hartmetalle in Verwendung gebracht. Das sind diese Vidia-Bohrer, genau. Wolfram-Carbid-Bohrer, WC-Bohrer. Welche Härte haben die, welche Mooshärte? Die haben sogar Härte 9,5, also fast 10 wie Diamant. So, da haben Sie schon alles hergerichtet. Moment, ich muss eh Schutzbrille aufsetzen. Beim WC muss man halt die Brille runter. Und die optischen Brillen können Sie weglegen jetzt bei der Schutzbrille, weil Sie haben ja schon Schwierigkeiten, da in den Handschuh reinzukommen ohne Brille. Jetzt verwenden wir diesen gehärteten Stahl. Und wenn man hier einen mäßig brauchbaren Bohrer verwendet, dann erkennt man sofort, es tut sich nicht wahnsinnig viel. Jetzt wird die Energie hauptsächlich in Reibungswärme umgesetzt. Das macht das Material heiß und damit noch weicher, also noch miserabler. Das sind die Bohrer, die solche wie ich kaufen würden im Baumarkt, wenn sie irgendwann einmal ein Loch bohren müssten und könnten aber zum Beispiel keine Schienen für die ÖBB anbohren. Da haben Sie aber jetzt den Superbohrer drinnen. Genau, das ist jetzt der WC-Bohrer, den küssen Sie sogar, wie der Papst seinerzeit den Erdboden, küssen Sie den Bohrer. Man muss immer auch eine persönliche Beziehung zu seinem Werkstück entwickeln. Fahren Sie danach auf Urlaub mit dem Bohrer? Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wenn wir jetzt hier aufsetzen, dann erkennen wir hier sofort, dass wir große Härte an der Kante haben. Und diese große Härte sorgt für spanabhebende Metallbearbeitung. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass wir jetzt auch die Hitze gleich mit den heißen Spänen abtransportieren. Also die machen jetzt von der Bewegung her nichts anderes, nur der Bohrer ist so viel härter und besser und schärfer, dass er gleichzeitig weiter hineinkommt und Späne, das sind diese Spiralen, die transportieren die Hitze ab. Ab wann wird es denn heikel werden? Der Schmelzpunkt von Wolfram-Carbid ist 2785 Grad. Das haltet diese enorme Hitze problemlos aus. Und wie Sie hier sehen, können Sie auch Lockrufe von Auerhähnen nachmachen. Schlüsselanhänger fürs GSTWC, den niemand irrtümlich einstecken wird. Danke vielmals, Herr Weinberger.
Basketball, wenn sich alles im Kreis dreht bei hoher Hitze, das kennt man eigentlich eher von den Abriss-Ski-Hütten. Das möchte man aber beim Bohren nicht haben. Deshalb ist Wolframkarbid, dieses harte Material, das Mittel der Wahl. Wenn man gehärteten Stahl bearbeiten will, schon, wenn man nicht gerade gehärteten, sondern einfach so Stahl bearbeiten will, nimmt man ganz gerne mal Schnellarbeitsstahl. Den haben schlaue Menschen erfunden. Schnellarbeitsstahl, weil man dann früher nach Hause gehen kann? Nein, man arbeitet genauso lang, nur man bringt halt mehr weiter. Schnellarbeitsstahl ist Stahl mit bestimmten Beimengungen und mit einer bestimmten Wärmebehandlung. Und danach ist der Stahl erstens wirklich sehr hart. Und er hält seine Härte auch bei über 600 Grad. Mhm. Normaler Stahl wird bei 200 Grad weich, den kann man nicht kneten, aber er wird deformierbar. Stahlplastilin, das ist kein Geheimtipp für Weihnachten. Weil wir brauchen sehr kräftige Kinder. Und, das, also. Und was bei diesem Schnellarbeitsstahl noch ein Vorteil ist, damit kann man die Schneidewerkzeuge selbst formen, nämlich die werden geschliffen mit etwas härterem. Und das ist im Korund. Korund ist Aluminiumoxid. Aber warum der Deckname? Weil das klingt ja nicht einmal annähernd ähnlich. Adamantin, Harmophan, Hamophan, Corindum, Harzpar, Hartspat, Naxium, Laxium, Ex Arminia, Salamstein, Schmergel, Schmirgel, Smirgel, Smergel, Smyris, Zirkulit, kann man alles sagen. Klingt fast ein bisschen wie der Zauberspruch vom Rumpelstilzchen beim Goldmachen. Ja, aber es bleibt unterm Strich immer noch Aluminiumoxid. Was ja irgendwie überraschend ist, weil Oxid heißt, es ist Sauerstoff dabei. Sauerstoff ist ein Gas und Aluminium ist weich. Mhm. Und jetzt frage ich mich, kann das hart werden? Und das finde ich ja faszinierend an der Chemie, dass da Sachen zusammenkommen, die für sich Eigenschaften haben, die in dem, was dann rauskommt, nicht sind. Zum Beispiel. Natrium ist ein Metall, das man mit einem Kaffeelöffel schneiden kann, weil es so wach ist, dass auf Wasser schwimmen würde. Vom Gewicht her ginge es ja aus. Nur wenn man es ins Wasser schmeißt, verbrennt es augenblicklich explosionsartig. Mhm. Also das ist wirklich was, was man zu Hause nicht nachmachen soll? Nein, tun Sie es nicht. Also wann immer Sie Natrium daheim haben, in Reinform ins Ölbad zumachen, wegstellen und Übersiedlung. Und Chlor ist ein Gas, das also nicht für die Luft kohlt. Das ist schwergiftig. Und jetzt diese beiden Substanzen in richtiger Form zusammengefügt, streuen wir uns als Salz aufs Buttersemmel. Wie das genau funktioniert, kann der Professor Assot sicher genau erklären. Für uns genügt es einfach das interessante Org, was alles gibt. Gut, also jetzt haben wir Sauerstoff als Gas und Aluminium als ein leichtes, aber weiches Metall. Und das in passender Zusammenfügung ergibt dann eben was sehr, sehr Hartes, nämlich Korund. Und beim Fräsen, da braucht man eine Vorrichtung, wo das, was unter dem Bohrer geführt werden soll, sehr präzise läuft. Und das sind dann so Fräsmaschinen, das ist im Prinzip sowas wie diese Standbohrmaschine, nur die sind dann übermannshoch, wiegen einige hundert Kilo, das ist alles sehr massiv und sehr stramm. Und da gibt es dann drauf einen Tisch, das ist eine dicke, dicke Metallplatte und die wird sehr präzise unter diesem Fräskopf vorbeigeführt, darauf montiert in T-Nuten und dann fährt dieser Tisch ganz gerade präzise unter dem Fräskopf vorbei und der Fräskopf nimmt dabei ganz genau was ab. Dafür aber muss das, was da herumfährt, wirklich sich gerade bewegen. Und das kann man also nicht in der Hand durchziehen, sondern das... Nein, das wird maschinell geführt. Gut, man macht das ganz was Schlaues, nämlich es läuft Metall auf Metall auf einem Ölfilm. Und damit das gerade wird, um zu überprüfen, wie gerade ist es, braucht man was, was wirklich gerade ist. Und als Normgerade hat man da einen Granitstein, der ist ungefähr ein Quadratmeter, also der ist flach, Quadratmeter groß und ungefähr 30 cm tief. Also das ist richtig schwer. Und ganz flach. Und der ist mal ganz flach. Damit er nachweislich ganz flach ist, wird es mit einem Autokollimator, heißt das Gerät, ausgemessen. Dort, wo ein bisschen bugelt ist, nimmt man dann erstaunlicherweise wenig, also wirklich wenig, Fingerkuppe voll Diamantstaub, strahlt ihn auf, nimmt eine gusseiserne Platte, mit dieser geraden Platte schiebt man dann herum und misst wieder so lang, bis man weiß, dieser Stein ist jetzt völlig plan und gerade. Dann nimmt man das, was man an der Maschine gerade haben will, baut das aus, reibt den Stein mit ein bisschen Farbe ein und das, was man gerade haben will, legt man mit der Fläche, die man gerade haben will, drauf
und fährt ein bisschen herum. Hebt man das ab und da schaut man. Da, wo auf der anderen Platte Farbtupfer sind, das ist noch nicht eben, das ist der das Indikator. Ist so, das muss weg. Und das schabt man dann ab, entweder von Hand oder mit einer Stößelmaschine. Grob kann man sich das vorstellen wie ein Tischstaubsauger, wo vorne so eine Metallstange rausschaut, an der vorne ist eine Wolfram-Carbid-Platte befestigt. Die eben so wahnsinnig hart ist, dass man damit arbeiten kann. Genau. Und diese Carbid-Platte hat vorne eine Kante, die ist sehr, sehr scharf kantig geschliffen, aber nicht einmal im rechten Winkel. Das ist ein stumpfer Winkel und diese Maschine rattert dann in hoher Frequenz mit einem Hub von 2 cm über das, was man gerade haben will und schabt dabei was weg. Was er wegnimmt, ist wirklich minimal. Das kann man weghauchen. Das ist ganz, ganz wenig, was man dabei jedes Mal wegnimmt. Und dann hat man die Stellen, die am meisten Farb haben, abgeschabt. Dann nimmt man das, legt es auf den Star. Probiert wieder und sieht, das dauert jetzt noch ein bisschen. So. Und je nachdem, wie groß das ist, was man gerade haben will, oder wie groß die Unebenheiten sind, kann das wirklich Tage dauern. Da kann man dann verschiedene andere Dinge, die man tatsächlich gerne gerade gefräst hätte. Genau, der Tisch fährt völlig gerade. Und das, was oben geschliffen wird, ist genauso groß wie das, was unten die Bahnen sind. Das ist der Schmäh dabei. Und kann man, wenn man will, als Metapher nehmen, wenn es unterwegs nicht ganz glatt ist, aber über alles glatt, ist es gut. Jedenfalls besser, wie wenn es im Detail geschleckt glatt ist, aber über alles schief. Eine ausgesprochen schöne Beschreibung des aktuellen politischen Österreich. Danke vielmals, Herr Pahl. Das war's auch für diesmal. Wenn Sie mehr wissen wollen, hören Sie einfach bei uns im Podcast vorbei. Nächste Woche gibt's die große Schmerzparade, wo ich gemeinsam mit die Nächste Woche gibt's die große Das geht schon. Das ist nett von Ihnen, dass Sie aufmunternd applaudieren wollen, aber das ist eigentlich erniedrigend. Nächste Woche gibt's die große Schmerzparade bei uns, wo ich gemeinsam mit Martin Moder und Elisabeth Oberzaucher zeigen werde, wie man Wespen reizen muss, damit ihr Stich maximal wehtut. Versäumen Sie nicht jetzt gleich im Anschluss als Zugabe den naturwissenschaftlichen Witz der Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Sie schauen schon so, der naturwissenschaftliche Witz ist angekündigt. Es ist ein echter Flachmacher diese Woche. Ich fürchte, wenn Sie zuschlagen, muss man die Mooshärte nach oben erweitern, bitte. Warum ist ein Mol Sauerstoffatome so aufgeregt, wenn es die Single Bar verlässt? Es hat Avogadros Nummer. Das ist, glaube ich, 112. Ich glaube, es brauchen wir alle ein WC, weil der Schließmuskel versagt.